Ja, Leute, falls ihr unter einem Stein geschlafen habt, dann werdet ihr es vielleicht nicht wissen, aber sonst wisst ihr es. PewDiePie hat einen Skandal gehabt, wenn man es so haben will, oder vielleicht andere Sachen. Gleich voraus, bevor wir jetzt das anfangen, ich möchte es gleich sagen, ja, ein paar werden es wissen, ich habe vorher, vor ein paar Stunden schon eine Videoversion online gehabt, die habe ich runtergetan, hat einen ganz speziellen Grund. Ich habe es mir nochmal angesehen, als es oben war, und dachte mir irgendwie, es passt nicht. Nein, ich habe das irgendwie nicht falsch rübergebracht. Also es ist, meine Ansicht hat sich nicht verändert. Aber ich finde, ich bin vom Eigentlichen abgedriftet, und deswegen möchte ich das Thema, weil es doch was Wichtiges ist, finde ich, jetzt nochmal ungeschnitten mit euch diskutieren. Also was ist passiert? Ich tue es ganz schnell sagen, wie gesagt, normalerweise weiß es jetzt eh schon jeder von euch. Das Wall Street Journal hat PewDiePie sozusagen accused, dass er ein Antisemitist ist, weil er in einem Video auf Fiverr sozusagen Leute Geld gegeben hat, damit sie das Schild hochhalten, Death to all Jews. Er hat, glaube ich, noch irgendjemanden, der verkleidet war, sagen lassen für Geld, Hitler did nothing wrong und solche Sachen. Und ihr kennt es ja, wenn ihr PewDiePie letztes Jahr gesehen habt, der hat ab und zu immer wieder so Imagery, was ein bisschen so an die Nazi-Zeit erinnert, ne? Abgesehen, ob das jetzt jemand mag, diese Witze, oder ob das halt das Niveau ist, auf das man sich gerne bewegt bei Witzen, das ist jedermanns Sache. Nur die Sache war, das Wall Street Journal hat wirklich direkt gesagt, das meint er sozusagen ernst. Was wichtig ist hier, und damit kommen wir schon zu meiner Meinung. Ich finde, um es jetzt gleich vorauszusagen, bevor irgendwer sagt, boah, das ist ein Hater und was weiß ich, ich bin auf PewDiePie's Seite. Ja, ich bin es wirklich. Denn es ist so, das Wall Street Journal hat einfach Fake News, ich hasse dieses Wort Fake News, weil das wird meistens immer von den rechtsorientierten Personen gesagt, wenn, ja, ihr wisst, was ich meine, auf jeden Fall, in dem Fall ist es wirklich Fake News, ich nehme jetzt mal diesen gepeinigten Ausdruck, denn wer dieses Video anguckt und auch alle anderen, der kann bestätigen, dass das alles aus dem Kontext gerissen wurde. Es ist doch obvious, dass das doch nicht ernst gemeint ist, was hier gezeigt wird. Ich meine, ein Beispiel, das YouTube Heroes Video, was damals PewDiePie gemacht hat, das nahm ja das Wall Street Journal als Beweis, dass PewDiePie ein Antisemitist ist, was auch immer, warum auch immer. Auf jeden Fall haben sie dann nur die Szene gezeigt, wo er als General verkleidet, sich eine Rede von Hitler angesehen hat. Natürlich, aus dem Kontext genommen, sieht das eigenartig aus und man denkt sich, oh damn, ne? Das hätte ich mir nie gedacht. Jetzt ist aber die Sache dahinter, wenn man das ganze Video nimmt und dann mal weiß, dass es ein YouTube Heroes Video ist, dann weiß man, dass PewDiePie ein paar Sekunden davor noch gesagt hat, oder damit sagen will sozusagen, dass YouTube Heroes so ist vom Aufbau her wie das Nazi-Regime, voll übertrieben natürlich, aber ihr kennt PewDiePie, also es war eine Metapher, wenn man so will. Und natürlich, wenn man das aus dem Kontext sieht, ist klar, dass dann das irgendwie aussieht. Und das ist auch mit dem Fiverr-Video, was ja so heiß diskutiert ist. Aber was ist passiert sozusagen? Die Medien haben ein Outrage bekommen. Natürlich haben gleich alle Medien mitgemacht, weil jetzt haben sie die Chance, diesen YouTuber endlich zu attackieren. Oder warum, was weiß ich. Ganz eigenartig auf jeden Fall. Und ja, was sie im Endeffekt gemacht haben oder geschafft haben, ist, dass Disney und Google sich von PewDiePie distanziert haben. Disney hat den Vertrag mit ihm gekündigt und Google hat, glaube ich, die zweite Season von Scare PewDiePie gecancelt und ihn aus irgendeinem, ich weiß jetzt leider nicht, wie man es nennt, aber ich glaube, es gibt so einen Premium-Kreis von familienfreundlichen AdSense-Konten bei YouTube, irgendwas in der Art, ich kenne mich dazu wenig aus, der wurde auch noch von Google rausgekickt. Also wirklich harte Maßnahmen gegen PewDiePie. Und somit auch sein größter Skandal, wo er nicht mal wirklich schuld dafür ist, was auch wirklich kein Skandal ist, meiner Meinung nach, weil es falsch ist. Aber ja, das ist passiert. Wer ist jetzt der Böse? Das ist ja die große Frage. Alle stehen jetzt hier und sagen, ja, was ist es jetzt? Ich sag's euch ganz ehrlich, die Medien. Ich hasse es zu sagen, weil ich einer der Leute bin, der gerne die Medien verteidigt, weil in letzter Zeit, ihr kennt ja das Wort Fake News, es wird sehr missbraucht, sagen wir so. Auf jeden Fall, in dem Fall muss ich es so sagen, wie es ist. Wall Street Journal, what the fuck? Ganz ehrlich, das ist Missinformation bis zum Letzten. Und ich meine, viel mehr obvious, ich meine, ich verlinke euch gern das Video von PewDiePie, der hat eine Response gestern gemacht und hat das da auch nochmal erklärt. Es wirkt wirklich, und das ist so, es wirkt wie eine absichtliche Attacke gegen PewDiePie. Weil warum nimmt man sonst sowas so aus dem Kontext? Weil ich meine, ganz ehrlich, das merkt jeder Vollidiot. Wie gesagt, es ist leicht und ich verstehe das sofort, weil ich mag seine Witze auch nicht, ich finde das auch nicht witzig. Ich mag
so kontroverse Witze nicht. Ich mag sie nicht. Aber das ist ja kein Problem. Trotzdem weiß ich, es ist ein Witz, er meint das nicht wirklich, weil wenn er es ernst meint, ist das natürlich gleich was anderes, ne? Aber ich meine damit, es sieht jeder Vollidiot, dass das nicht ernst gemeint sein kann. Und das dann so absichtlich aus dem Kontext zu nehmen, kann nichts anderes als eine Attacke, eine absichtliche Diffamierung sozusagen von PewDiePie sein. Also, was soll ich sagen? Also, und dass das so Medien machen und dann so groß wie Forbes und so weiter, die haben das alles weitergemacht und dass das dann solche Folgen hat. Ich finde ja, und ich habe das schon immer gesagt, wenn Medien sowas machen, warum darf ich als Person, weil das ist das Gleiche, als gehe ich irgendwie zu seinem Chef und versuche ihn fertig zu machen und sozusagen sein Leben zu ruinieren. Sagen wir uns jetzt mal ganz ehrlich, das ist es so. Warum darf ich das als Einzelperson nicht und werde bestraft, aber so Medien wie, weiß ich nicht, Forbes und The Wall Street Journal, das ist egal, die werden da nicht irgendwie bestraft für sowas. Ich finde das ganz ehrlich, das ist in letzter Zeit auch hier in Österreich. Es gibt bestimmte Zeitungen, ich nenne jetzt keine Namen, weil ich will über dieses Thema jetzt nicht mit Leuten diskutieren, die anderer Meinung sind. Auf jeden Fall, es gibt hier auch welche, die so wirklich so absichtlich, teilweise Daten falsch absichtlich darstellen. Ihr kennt das ja sicher, man kann Diagramme mit ein paar kleinen Einstellungen so verfälschen, dass es was ganz anders aussieht, als was es in Wirklichkeit ist. Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall, ich verstehe nicht, warum sowas nicht rechtlich irgendwie bestraft werden kann oder nicht wird, sagen wir so, weil das ist ja falsche Information und sowas nur absichtlich zu machen. Besonders in diesem Fall jetzt, wo man eine Person wirklich absichtlich schaden will. Weil sowas, das war ja, ich weiß nicht, also das Einzige, was ich dadurch verstehen kann, ist, dass sie versucht haben, seinen Ruf zu ruinieren und somit eigentlich seine Einkommensquelle und so im Endeffekt sein Leben. Und das finde ich überhaupt nicht okay. Aber um das jetzt zu sagen, es gibt ja auch ein paar Leute, die sagen, ja, aber er hätte diesen Humor ja nie verwenden müssen, weil dann würde er ja nie gegen ihn verwendet werden. Generell einmal. Ich bin für Free Speech, das ist mir ganz wichtig. Jeder soll seine Meinung sagen können, das ist einer der Grundbauten dieser Gesellschaft. Aber der große Unterschied ist natürlich, das wissen, das weiß ich nicht, manche glauben, Free Speech bedeutet, ich sage einfach alles und ich darf das natürlich, das ist auch so, und niemand darf mich dafür irgendwie bestrafen, was ich sage. Das ist falsch. Ihr könnt natürlich alles sagen, ihr könnt wirklich alles, egal was, sagen. Das heißt aber nicht, dass ihr von den Leuten erstens gejudged wird und zweitens, dass irgendwas passiert. Wenn ihr jetzt zum Beispiel auf der Arbeit irgendwas so Kontroverses sagt, nur als Beispiel, auch wenn es ein Scherz ist und euer Chef einfach diesen Witz nicht annimmt und einfach nicht witzig findet und euch dann feuert, dann darf er das und das ist auch verständlich. Und das verstehen viele nicht. Aber das hat auch PewDiePie, ich sag's nochmal, das ist nicht gegen ihn, weil das hat er in seinem Response-Video auch gesagt, dass er das versteht in der Hinsicht. Das ist halt mal so. Wenn man hochpokert, dann kann es halt auch schief gehen, ist klar. Die Sache ist natürlich, wo sich viele fragen, aber muss man heutzutage so kontrovers sein? Ist der Trend heutzutage, man muss so absichtlich bösen Humor machen, sozusagen schwarzen Humor? Ich nehme mal so, ich kann die Quote nicht eins zu eins sagen, aber von einem österreichischen Comedian, Josef Hader, der hat gesagt, warum machen wir Witze über den Tod? Ganz einfach, weil man in dem Moment, wo die Menschen über den Tod lachen, weil der Tod ist ja was ganz Ernstes, jetzt nur mal ein Beispiel dazu. So kann man ja auch mit Nazis sagen. Die Nazis, die Zeit, alles rundherum, ganz ernste Sache, ne? Aber in dem Moment, wo die Leute lachen, vergessen sie für einen Moment, wie schlimm diese Angelegenheit eigentlich ist. Und damit meint er, man soll nicht die ganze Zeit in Angst leben vor den bösen Sachen und immer nur ernst sein, so in der Hinsicht, ne? Die Sicht kann ich total verstehen. Ich meine, ich muss es ganz ehrlich sagen, ich bin ein Mensch, wo es Grenzen gibt. Und er sagt es selbst auch, und PewDiePie hat es in seinem Response-Video auch gesagt, es kommt immer darauf an, wie man einen Witz bringt. Wenn man etwas Heikles nimmt, dann muss man ganz hart aufpassen, wie man den Witz bringt. Und ich sehe es, dass es zu hart war, was PewDiePie gemacht hat. Und ich bin auch der Meinung, in letzter Zeit glauben viele, man muss so extra, das ist vielleicht etwas, wo ich sagen muss, was PewDiePie in letzter Zeit schon tut, extra kontrovers ist, so wirklich absichtlich natürlich, weil sowas kann man nicht unabsichtlich machen. Ne? Also, ich verstehe es nicht. Ich muss ganz, das ist die eine Sache, wo ich sage, das verstehe ich nicht, warum man so extra kontrovers sein muss. Warum? So Leute wie Gronkh zum Beispiel, die zeigen es, man muss solche Witze nicht machen, um extremst unterhaltsam zu sein. Nur als Beispiel. Also, ja, das ist so eine Sache, aber das ändert nichts an dem Fakt, dass in dieser Situation eindeutig Wall Street Journal, die Medien allgemein, die falsch dann berichtet haben, schuld sind, weil
Der Job von Journalisten ist etwas zu recherchieren. Und wenn ich das innerhalb von unter einer halben Stunde schaffe, mich gut zu informieren, dann können die das auch. Also, wie gesagt, eine absichtliche Attacke gegen PewDiePie, die eigentlich wirklich, wirklich lächerlich ist. Und ja, was soll man dazu sagen? Das war jetzt meine Meinung zu diesem Thema. Ich hoffe, es ist jetzt besser rübergekommen, weil im letzten Video ist es anders. Es ist schon fast so, deswegen habe ich das Video gelöscht. Es ist fast so aus irgendeinem Grund rübergekommen, als würde ich die Medien verteidigen. Und das will ich nicht. In dem Fall will ich es wirklich nicht, weil da sind sie schuld. Gut, Leute, das war das Video. Was ist eure Meinung? Sagt ihr, ja, du hast auf jeden Fall recht, genau so ist es? Oder sagt ihr, nein, eigentlich ist PewDiePie schuld? Ich nehme jede Meinung natürlich gerne an. Wir können gerne darüber diskutieren. Wie gesagt, natürlich freundlich und seriös miteinander, bitte, weil gerade wenn es um berühmte YouTuber und so weiter geht, dann wird es ja immer sehr hitzig in den Kommentaren. Gut, Leute, das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao.